Ich würde gerne Rockstar werden. Ich würde auf der Bühne stehen und abrocken. Wollen Sie was saufen? Ein kleines bisschen. Wollen Sie Alkohol? Vielleicht, wenn Sie Sekt haben. Ja, ich habe auch gerne Sekt hier. Gut. Wollen Sie auch eine kiffen? Nee, das wäre mir zu viel. Theater ist so leidenschaftlich, es bringt Menschen zusammen, denn es gibt ja Dinge, die kann man nur alleine machen, aber ich möchte nicht alleine sein. Johnny? Ja. Gut, ich hab gemerkt, ja, eine schicke Jacke. Ein Bart? Nee, das ist doch der, ich komme nicht drauf, der Lars. Genau. Ja, gut verhärtet. Ja, sehr schön. Geht das? Wow, guck mal, wie das verändert. Dann bin ich nicht mehr ich selber, dann bin ich ein anderer Mensch. Ja, meine letzte Rolle war Papst, ja. Ja, da versuche ich mich dann schon meist in die Rolle hineinzuversetzen. So. Ja, was wollt ihr? In meinem normalen Leben, da geht ja alles ziemlich schnell voran vonstatten. Man ist immer auf dem Sprung. Und hier kann ich unglaublich die Leichtigkeit genießen und in Anführungszeichen das Langsame. Besondere ist, die Leute wieder sehen. Und bei den Proben gefällt mir auch. Und wieder überlegen, was wir neu spielen wollen. Und mit den anderen das zusammen zu überlegen und dann zu spielen. Aber erst mal proben. Aber du wolltest doch, glaube ich, auch mal in den Petersdom. Ja, ich wollte ja mit dem Papst sehen. Das muss ja der Blumensägen und so. Zum Papst möchtest du, der soll einen Blumenstrauß segnen. Ja. Das ist eine gute Idee, ja. Das können wir machen. Ja, gut. Sagen wir ganz einfach, Maria, ab nach Rom. Hallo Sie. Wir möchten gern zum Papst. Wie kommen wir da hin? Mit der U-Bahn. Danke. 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 Minestrone, wow. Kaninchen, oh. Und auch noch Tiramisu und auch noch ein Grappa dazu. Wow. Wir haben schon so viel gearbeitet heute Morgen, wir möchten was zu essen haben. Wie? Noch nicht fertig? Nein. Geh weg. Wir können warten. Nein, weg. Ich hab toll mitgespielt.
Und ich war ein Bräutigam, bin ich. Bald ist es soweit. Wen heiraten Sie denn? Ich heirate eine schöne Braut. Eine schöne Braut. Ja. Wir haben Ihren Anzug gerichtet. Oh, schön. Wollen Sie ihn anprobieren? Ja, bitte. Sind Sie schon aufgeregt? Ja, habe ich aufgeregt. Dass es in uns vor der Aufführung brodelt, weil wir so aufgeregt sind. Und wenn wir auf der Bühne stehen, geht es uns leichter, weil wir spielen und weil wir jedes Jahr immer ein volles Haus haben und die Leute uns zuhören wollen. Ich hatte ganz andere Vorstellungen. Dachte, okay, es gibt irgendjemand, hat ein Textbuch sich vielleicht überlegt oder aus dem Alltag irgendwas konstruiert für sich. Aber dass wir alle oder alle Schauspieler ihr Stück selber schreiben, war für mich was ganz Außergewöhnliches. Und es geht halt darum, dass wir den Gräfinnen das Geld aus der Tasche ziehen, weil wir sagen, wir haben Geld, obwohl wir auch bankrott sind. Die Gräfinnen sagen es ja auch, sie sind reich, sind aber auch bankrott. Ja, so versuchen wir uns gegenseitig das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das ist einfach der Witz daran. Schatz, möchtest du einen Schluck Champagner? Oh ja, gerne. Ja. Soll ich die Yacht holen? Das wäre geil. Das reicht. Tantchen. Oi. Tantchen. Yes? Hast du gehört? Sie haben Yacht und Helikopter. Oh no. Ich habe in der Zeit, wo ich hier in diese Gruppe kam, sehr viel an mir, an Wahrnehmung gespürt und einfach auch viel mehr Offenheit entdeckt durch die Gruppe. Also wir sind wesentlich reicher als Sie, das schwöre ich Ihnen. Was unterstellen Sie sich? Wir sind reicher. Wir haben übernommen. Das Besondere und am Theater anders ist, es gibt nichts Falsches und Richtiges oder Gutes oder Schlechtes. Alles gilt und jeder kann machen, was er will und es hat sein eigenes Gewicht und jeder lässt jedes und jedes gelten und das bringt uns zusammen und macht uns unglaublich Spaß und da kommt was bei heraus. Und es ist ein tolles, tolles Gefühl, auf der Bühne zu stehen und wenn die Leute himmeln uns an, weil wir selbst das Talent hat uns gefunden und das uns Spaß macht und dass unsere Proben weiterhin super laufen und auch, dass das sich wiederholt. Ich hab kein Geld. Hör nicht so hin! Ich bin nicht taub. Spiel. Weiterspiel. Der Spielzeug kriegt noch 15, hat den Ball schon und er kann jetzt das Spiel. Der Ball ist jetzt wieder im Spiel drin. Versuch nochmal ins Tor. 2-0 für Lazio. Klasse gemacht von einem Abwehrspieler. Also, dass man neue Leute kennenlernt und wieder Freundschaften schließen kann und den Zusammenhalt finde ich einfach klasse in der Gruppe. Mich würde auch freuen, wenn neue auch kommen und ja, die anderen auch bleiben und dass wir halt immer zusammenbleiben. Musik! Egal was passiert, wir werden immer Freunde sein. Ja, ihr alle seid in meinem Herzen und ihr seid es auch. Ja, und ich bin schon lange in der Theatergruppe. Mir macht es auch Spaß.
Das war's auch schon von mir. Danke. Tschüss. Das war's.